Aber das könnte man jeden fragen, Thing falls. is, can I trust you? What guarantees do I have? None whatsoever. Only my word. Okay. Ja, wir haben ja keine Wahl, deshalb brauche ich gar nicht wissen, was passiert, wenn wir ablehnen. Wir helfen ihm, er hilft uns. Das haben wir mit Kira auch gemacht, hat wunderbar geklappt. Fine, I'll help you. I'll find your family, but then you'll give me every bit of information you have. You have my word. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare, I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon, as if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone. Can't start searching till I know what they look like. Tamara, my daughter, turned 19 in the spring. Slender lass, about yay tall, comes up to my shoulders. Beautiful eyes, green like her mother's. My wife, Anna, has 2 score winters behind her, that if she'd never admit it. Dark hair, thick as tar, keeps it tied up in a bun. 40 dunkles Haar. Okay. You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard to find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Worthless little pricks and angry peasants is all. None would dare raise a finger against my family. Any who might have, they've been eating dirt long since. Anything unusual happened before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No. Well, not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well. Devoured another lass before her. Common occurrences in Velen. And my women, Anna, quiet as a mouse as ever, and Tamara, occupied with her things, nothing unusual. Okay, ich weiß also nicht genau, was Tamara so macht. This place must be hard to be the only two women here. This place? What do you mean? They wanted for nothing here. Pheasant for dinner? Not a problem. Blue ribbons from Toussaint? Say the word. Had your men in mind. Their company. Sure your wife and daughter weren't being harassed? My men are a horde of horsens, but they know their place. One of them so much as looked at Anna or Tamara crosswise, I'd cut him down like a dog. Okay. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pour through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. Öle, ja. Das hat Ciri ja gerade benutzt. When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Do you know what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? What's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Bedchamber. Tamara's room is there. Try not to make a mess.
For their return, I want everything to be as they left it. Ja, kein Problem. Erstmal klauen. Untersuchen mache ich gleich. Erstmal, was ich mitnehmen kann. Aufnehmen. Goldring. Alles meins. Goldringperlen. Alles. Okay, mehr gibt's ja aber nicht. Gut, was haben wir denn? Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Wooden candlestick. Stems broken. Okay. Walls a different color. Something used to hang here. Hmm. That painting? Right size. Das da? Ja. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Ah, gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. Gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Hmm. Fight might have happened here. I'll look for clues. Ja, was mache ich denn die ganze Zeit? Aha, jetzt ist da was. Untersuchen. Huh. Rest of the candlestick. And wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Hervelus. Scent hasn't died. Hervelus. Wonder where it'll lead me. Nun, da lang, Trevor. Rostiger Schlüssel und Weihrauch. Questgegenstände. Incense. And an old key. Wonder what it unlocks. Anise. Sandalwood. And something else. Saffron. Bin ich dabei? Aufnehmen. Brief an Tamara. Brief an Tamara. Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochern, könnte. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen, als jemand von sich selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns. Nur die Zukunft und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit. Gegen Perversionen und verabscheuungswürdige Praktiken aller Art. Aha, von wem ist denn der Brief? Was ist das hier? Naschwerk. Aha. Hm. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Okay, das sieht nicht gut aus. Hat die hier Voodoo gemacht, oder was? Ich habe scheinbar noch nicht alles gefunden.
Hä? Aber hier ist doch gar nichts mehr. Setz deine Hexersinn ein, um den Raum zu durchsuchen. Diesen Raum. Hexersinne sind aktiv. Irgendwas übersehen? Was ist das da? Das ist das Feuer von der anderen Seite. Ja, gut. Gehen wir wieder raus. Off. Could find something else though. Talisman. Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Won't find much else here. Ich soll ja noch Ciris Zimmer finden. Ist das Ciris Zimmer? Was haben wir denn hier? Nilfgaardische Forderung. Philipp Strenger, deine Nachschubprobleme bescheren uns nicht. Der Pakt zwischen uns ist eindeutig. Das Kaiserreich Nilfgaard besteht darauf, dass du ihn einhältst. Tust du das nicht, sind unsere gegenseitigen Verpflichtungen null und nichtig und deine Privilegien werden widerrufen. Meinen Gruß, Harvard van Möhön, Feldmarschall, Befehlshaber der Zentralarmee. Das ist also vom Baron der Raum. Wo wir gerade schon mit ihm drin waren. Was ist das? Was? Da unten ist noch was, ne? Okay. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwie hinkommen. Schnüffel. Wenn da Wachen sind, kann ich leider nichts machen. Was haben wir denn hier? Gonna kill the monsters. All of them. Hi, Gretka. Bin hier, um zu klauen. Aber okay. So you're Gretka. I am. And you're Geralt. How do you know? Because you've white hair and a medallion shaped like a wolf. Ciri told me about you. You and Ciri talked a bit, didn't you? We did. Did she say where she was going, or what she came here to look for? She said she was looking for you, and a sorceress. But you're here, so I guess she didn't find you. I wonder if she helped that friend of hers. Bacon? Ciri wanted to help a friend. Any idea who it was? What do you mean, who? Her friend! She said he was in trouble and that she had to save him. Do you know where Ciri is? No. One day I brought her breakfast and she was already gone. The Baron told me she'd left. Didn't ask where she'd gone? I did. But he said I was too little and I wouldn't understand. But Ciri left me a gift. A gift? Yes, this. A green stone. Beautiful as gifts go. Hide it well. Don't show it to anyone. It's worth a lot. Okay. Grüner Stein, ja, und ein Edelstein. Thanks, Gretka. Have fun. But I'm not playing. I'm helping. Thistle. Thistle. Shenanaking. Und sie schläft dann. Nee. Nische beim. Also hier wird sie ja wohl nicht schlafen. Vielleicht ist sie auch schon umgezogen. So Ciri was hier. Okay, das ist unser Lager. Was haben wir denn hier? A spinning top. Gretka's toy.
Aha. Mach ich gleich. Siri must have used these. Looks like she left in a hurry. Okay, sie hat ihre alten Sachen, aber wahrscheinlich waren die auch nicht mehr gut. Nach den ganzen Kämpfen. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. Festgegenstand. The natural obscurity of curses by Lydia van Briedevoort. Where'd Siri get this? An meine lieben Freunde Philipp und Anna. Oh, das ist Philipp und Anna Strenger von Graf Laguerre, Kulturminister des Königreichs Severien, Wysima 1265. Wer da meint, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesen einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit dem verfluchten Objekt verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Veracruz Leon Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Dedication to the Baron and his wife. Seems they had friends in high places in Vizima. Okay. Lager. Ich dachte, sie hat uns vielleicht da was hinterlassen, aber nein. Bissell. Das Spielzeug habe ich in Ziels Zimmer Look familiar. My top. Where'd you find it? Siri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day and Siri carved it for me. Such a shame she had to leave. Oh. Thanks, Gretka. Have fun. But I'm not playing. I'm helping. Gonna kill the monster. Alle, jeden Einzelnen. So, Familienangelegenheiten. Setze deine Hexersinne an, herauszufinden, woher der Geruch kommt. Von hier nicht. Ah, es geht noch weiter runter. Well, bring out the Gimp. Think the Gimp's sleeping. Well, I guess you'll just have to go wake him up now, won't you? Ah, Mann, das war uns verdammt. Ich will hier klauen, aber wenn die Wachen sind, ist das blöd. Was ist denn mit der Tür hier? Wenn die zugeht, ist keiner da, der mich beobachtet. Das ist ja schade. Ah, dafür war der Schlüssel da. Was haben wir denn hier? Oh, ein Altar.
ist das denn? An altar. So, the eternal fires made it to Velen. Aha. Das ewige Feuer. Ein Gebet. Ewiges Feuer, dass du unsere Herzen erleuchtest und uns Licht schenkst. Gib uns deine Wärme, trockne unsere Tränen, verbrenne unsere Feinde. Gewähre deinen Freunden deinen Schutz. Gib meiner Mutter Gesundheit, bestrafe meinen Vater, hilf mir, mein Schicksal zu erfüllen. Okay, wenn das von ihr ist, hat sie sich gewünscht. Mutter Gesundheit heißt, dass sie ist krank und Vater bestrafen, das heißt, der hat irgendwie Bockmist gebaut. Na gut, reden wir mit dem Baron. Ey, hört auf, hier rumzuspucken. Ey. Das wird wahrscheinlich nicht die richtige Etage sein. Wo ist er denn? Da ist er. Den Raum habe ich. Abgeschlossen, da geht's auch nicht rein. Don't poking around. Okay, ich habe eine Puppe. Found a doll in Tamara's room. Tell me about it. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you barmy? I made it for her. She was four, perhaps five winters old. We were in Vizima on market day and she saw the sorceress, Triss Merigold. Insisted she must have a doll just like her. Couldn't afford a thing of that sort, so I made the doll with my own hands. Ich meine Triss sehr anders. Ja, ich glaube auch. This is Triss. No offense, but not great with your hands, are you? Why don't you take some wooden rags? See what image of a grown woman you can come up with. Okay, that's fucking. Found signs of a fight in the room. Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know nothing about this. That night, I was drunk, don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Doubt you were the only ones in the castle. Maybe one of your men heard something? Three times I asked those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Whole landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads, must be. Lushes, one and all. Give your men Ervolus? Oh, damn it. I might have spilled it. I told you I was good and marinated that night. Was it matter? Stench of wine in plenty of corn around the castle. Okay. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella. Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcops, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Okay. Dann muss ich mal mit dem Beutel reden. Want to have a chat with this Pella? Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumor has it, he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and plows his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Okay. Der Weideler. Um.
ist denn hier der Ausgang? Bist du der Ausgang? Okay. So, Quests. 6, alles 6, Scheiterhaufen. Ah, wildes Herz, ein Turm voller Ratten. Das sind die, die ich halt angehen müsste. In nächster Zeit, Hanna, nein. Sowas aber auch. Ey. Und hier kommt man nicht durch. Schade. Oh. Haha. Oh. Spectacular sound. She were with child, but the wraith took no heed. Nothing left but to pray. Beg evil spares us at least. Ever eaten tree bark? Me? Splinters coming out my arse from it. Da ist eine Truhe. Ja. Alles meins. Hallo. Was ist das? Okay. Da geht's noch hoch. Oh, super. Könnte die nicht woanders sein? Ah. Your pale as outy shine. Lass mich durch. Ich will die Leiter benutzen, nicht mit dir reden, Mann. Ups, das wollte ich nicht. Polyfeil, Handfaser. War nix so spannend. So. Wenn ich hier stehe, dann sagt niemand was. Okay. Wenn ich hier stehe, na. Okay, wenn der Baron wütend wird, trinkt, wird er wütend. Hat der eine gerade gesagt. Oh, der pennt. Den gar nicht gesehen. Nein. Fell eines weißen Wolfs und kleine Quenglüfe. Dankeschön. Huch, da ist eine Truhe. Schweigenschnaps, dunkel. Oh. Nett.
Okay, da geht's. Wo geht's denn da lang? Die geht automatisch wieder runter. Da geht's auch nur hinter das Haus. Got eyes like a cat. You catch mine. Bruder Adalberts Bestiar. Jede Bestie, die hierin beschrieben wird, lässt sich auf zwei Weisen jagen. Entweder sucht man die Spuren, folgt ihnen und erschlägt die Missgeburt, wo immer man sie findet, oder man lockt sie an einen bestimmten Ort und fordert sie dort zu seinen Bedingungen zum Kampf. Letzteres Vorgehen birgt weniger Risiko, denn der Jäger gewährt der Bestie keine Gelegenheit zu einem unerwarteten Kampf. Doch man bedenke. Um eine Bestie in eine Falle zu locken, gilt es, ihre Vorlieben und ihr Verhalten zu kennen. Gabelschwänze lassen sich folgendermaßen ködern. Man stecke einen Stab in den Boden und binde eine Ziege daran fest. Dann verstecke man sich eiligst im Gebüsch. Die Bestie, angelockt vom Ziegengeruch, wird zweifellos bald eintreffen. Jagt man einen Greifen, so eignet sich Kreuzdorn aus tiefen Gewässern, das wissen wir ja schon. Der gewaltige Gestank dieses Krauts wirkt auf den Greifen wie saftig geröstetes Fleisch auf den Menschen. Und so wird er alsbald eintreffen, wie weit entfernt er auch sein mag. Geht es um Ertrunkene und Wasserweiber, so ist hinlänglich bekannt, dass Fisch und faulige Muscheln ihre Leibspeise sind. Und was Trolle angeht, so ist gemeiner Fusel ihre größte Schwäche. Fusel. Das war Fusel. Bist du eine Leiter? Da oben ist was, ne? Okay. Abgeschlossen. Aber finde ich cool, dass man hier fast überall mal reingucken kann. Passt. So, ich gehe nur noch die Treppe mal kurz hoch. Da ist eine Truhe. Halt nicht weiter. Geralt! Oh, es ist kein Jump'n'Run-Spiel. Nein! Oh ja, danke. Immerhin. Da hinten ist noch eine Truhe. Ich gehe mal lieber langsam. Haben wir das? Winds howling. Was? Da war die Tür. Abgeschlossen. Schlüssel benötigt. Also man könnte theoretisch hier überall rein. What are you doing? Why are you chopping this? I'm fashioning a new model. Two pieces. What's gotten into you again? Wait and see. Just need to join these with the rivets, then clamp them loosely. How can I help you? Interesting lilt in your voice. You originally from Skellige? Ardskellig. Spent my whole childhood in Holmstein. Why'd you leave? Always had a liking for the smithy. I'd sit there all day, taking things in. The heat of the furnace, the smell of the hot steel, the pounding hammers. At 17 winters, my dad told me he could teach me no more, sent me out there into the world, bid me to hone my craft. A few years on, I had my master crafting papers. Then the war broke out, and I landed here. Okay, und was? What are you selling?
What's good? Was hat sie denn da? Plus 25. Ja, nein. Pferdleserstiefel. Das hier könnte ich mir mal kaufen. Quenglyphe. Durchdringung. Ja, nee, die brauche ich ja nicht. Mensch, mal hier bin. Hier, kriegst du die Sachen von mir. Tauschen wir. Kriegst den kleinen Knüppel und das und das und das. Das auch. Und das sowieso und das. Das ist besser als meins. Leb wohl. Take care now. Was ist mit dem hier? How may I assist you? Ich suche einen Meisterschmied. Looking for someone who can craft me some armor. Gotta be top quality. Well, I've been at it 20 years now. Mastered the craft in some respects, if I do say so myself. You wish. Don't listen to her. She's been sore lately, snorting every chance she gets. So, what kind of armor are we talking about? Light, but durable. Can't constrain movement, and I gotta be able to get in it without anybody's help. That all? Sure, it shouldn't be self-cleaning. And how about it wipe your arse after you take a shite in the bushes? Ginge das denn? Nein, das kann stabil und leichtreich völlig. Comfortable, strong and light will do just fine. Ought to know one thing when it comes to armor. If it's got to be durable, it can't be light. It can. Just needs the proper tools to make it. Tools like the folk of Clan Tordaroch use on Undvik. Joanna, I told you time and again to stay silent when I talk to customers. Shouldn't pester folk with those nonsense Skellige legends of yours. It ain't legend, and it ain't nonsense. My grandad would go to Undvik for his armor. Said Tordaroch folk made the best. Till last year, that is, when a giant ravaged their island. The inhabitants either ran off or died, but the forge should still be in one piece. Worth looking into. Okay. Say I find the tools. Will you craft the armor for me? On condition you bring the tools. But only then. These legends mention where the forge might be? Yes. North side of the isle, in a cave. Clan folk carved out a rock face to build it. Okay, danke schön. Look for the tools next time I'm in Skellige. Take care now. Noch eine Quest, wie geil. How may I assist you? Wollte eigentlich nur Sachen reparieren. Wouldn't mind a look at your stock. Der hat dasselbe Angebot. Verwendet. So, vielen Dank. So long. Oh, ein Schlagbrenn. First the army's passed, then the parks, now the younger. Zwangseinberufung. Es ist Zeit, die Burgwache um neue Rekruten zu ergänzen. Jede Familie hat einen gesunden, waffenfähigen Mann zu stellen. Familien, die keine geeigneten Personen unter ihrem Dach haben, müssen eine Ersatzleistung in Silber oder einem entsprechenden Gegenwert erbringen. Schlauen Feiglingen, die sich drücken wollen, indem sie sich die Daumen abschneiden, sollen als Lektion und Schandmal beide Hände abgeschlagen werden. Unsere Hündin hat geworfen. Wir haben 5 neue Welpen, klein und knochig, aber ausreichend für einen Eintopf. Ich verkaufe sie für ein paar Kronen je Stück oder tausche sie gegen andere Lebensmittel. Oh Gott, die arme Hündin.
Auspeitschung. Als Strafe für die Nichterbringung feudaler Leistungen wurden 100 Peitschenhiebe jeweils an folgende Missertäter ausgeteilt. Georg von Schrein, Stent Brottus, Brottus der Ältere, Mussi Hahnen, möge dies als Erinnerung dienen, dass die fütternde Hand auf widerspenstige Untergebene auch strafend einwirken kann. Ja, gewinnt Mark. Faustkämpfe. Wer seine Männlichkeit im Ring beweisen will, der komme vorbei und trete gegen die besten Kämpfer weit und breit an. Den Schmied, den Fischfresser, Jonas und den Feldnebel. Pferderennen. Wer es noch nicht weiß, wir veranstalten hier Pferderennen. Wer mitmachen will, kommt zu mir. Ich erkläre alles Weitere. Aber damit es gleich klar ist, es gibt eine Teilnahmegebühr. Wer pleite ist, soll sich verpissen. Radko. So. Gewinnt Spieler in Wählen. Ne, gewinnt ist echt nicht meins. Früher, als alle Magic gespielt haben, habe ich nie gerafft, warum. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Erase Tribute Forum. Wer bist du denn? Chat, genau, du hattest doch einen Auftrag, ne? Greetings. Yeah? Heard you have a problem. A monster you call a Shrieker. Aye. Prowls about it does. Snatches cows and goats mostly, but it won't scorn a man if it runs into one. Borzoi, huntsman under the old lord, well, he said enough's enough. Claimed he'd put a stop to it, drive the beast away. Mm-hmm. Took a hatchet. Made an ambush for the Shrieker beyond the moat, where the fields start. It's where we found him. Gut stretched o'er the crown of a tree like gossamer. Took half a day to collect the parts. Put him in a grave. Ach komm. High time a professional took a look at this Shrieker. Anyone around here know more about the beast? Borzoi's son Simcoe does. Saw the aura with his own eyes. But you might find the lad hard to chat with. Still mourns his father, methinks. I see. Where'll I find him? At my homestead. I took the tyke in when he lost his dad. The mother passed long ago. Habe ich dich schon bekloppt? Scheinbar nicht. Weiß. Hä? Nichts. Geh mal weg, damit ich klauen kann. Was? Hä? Hä? Warum leuchten die beiden Flaschen da? Ist das der Junge? Geh gleich raus. Can we talk? Let me be. Calm down, I just wanna... Go, I said! I want to avenge your father, but to do that I gotta know what killed him. Shrieker killed him. Don't you know? That name doesn't mean much to me. Describe the beast. Tell me what it looked like. Something like a rooster. But huge. With a lizard's tail. I heard Reffler barking in the woods. Ran to see what you were on about. There were Dad, in the bushes. A hole through his belly. And he were moaning, screaming. I wanted to help, but how could I? How? It's so cool. Nothing you could do for him, kid. Beast has to die, that's all. Leave it to me. Take care, kid. Ich wollte ihn jetzt nicht verzaubern. Let me alone. Okay. Meh.
Gut, gut. Aber ich werde jetzt für jetzt diese Aufnahme beenden. Ich danke, danke für das fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wer sich das nochmal angucken möchte, kann das bald demnächst auf YouTube tun. Also erst laufen die, ne? Da sind noch einige Folgen, die kommen vorher, aber dann kommt irgendwann die. Ja, ich mache, also ich speichere erstmal und speichern irgendwie mal. Die speichern da. Freier Speicherplatz. Gespeichert. Ich mache jetzt den Stream aus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.